Sücke, Sücke. Hm? Heidi, Kirke. Mop, mop, mop. Wer stiehlt sich denn da in meiner Domäne? Ist es mein alter Freund Luigi oder Baby Luigi? Ach, ich kann euch nicht auseinanderhalten. Weißt du noch, wie du mich in jenem Gemälde eingesperrt hast? War das nicht dein Spaß? Für mich war es keiner. Und jetzt, da ich wieder frei bin, werde ich das allen zeigen. Ja, ich weiß, ich habe den Finstermond zerbrochen, dank meines neuen Kronjuwels. Und nun, da die Geister des Nachtschattentals meinen Worten gehorchen, nun werde ich alleine schon bald Herrscher über allen sein, Gespenster oder nicht. Und du und all deine Freunde, ihr werdet meine Gemächer für alle Ewigkeiten zieren. Uah, Siegelkönig Buhu. Oh Gott. Hä? Ach so. Ah, den muss ich auf ihn rollen. Okay, 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 okay. Ich habe das System schon verstanden. So kann ich nicht so springen wie er. Könnten diese Stachelkugel mal. Hahaha. Genial. Scheiße. Okay, aber fast. Okay, ich habe es aber verstanden. Entweder müssen sie auf ihn rollen oder müssen sie. Aua. Ich glaube, auf ihn rollen reicht nicht. Wir müssen auf ihn drauf fallen. Reicht? Oh. Komm mal her. Mehr. Mist. War das. Oh, ein Froschi. Für Herzen. Sehr gut. Komm mal her. Das tut aber nicht weh. Da freut er sich nur. Ja. Ah, Mist, der weicht aus. Was soll das denn? Oh. Komm mal her mit dem Scheiß. So ein Kack. Du bist gar nicht so angenehm. Mist, wieso weicht er denn jetzt aus? Wieso hat er beim ersten Mal nicht ausgewichen? Kann ich die pusten? Ja, pusten könnte ich die noch, aber. Lol, Wayne. Oh Gott. Hm. Jetzt weicht der so dumm aus. Muss ich ihn anleuchten? Ach so, anleuchten. Und dann. Ah, und das. Der Trick ist. Nicht hinzufallen. Anleuchten, also. Ah, dann ist das natürlich einfach, wenn er nichts sieht. Ja, dann ist das. Dann ist das ja easy. Jetzt rastet er aus, damit er mich in die Stachelkugeln kriegt. Nix da. Ich krieg dich. Jawohl! Okay, ich glaube, ich muss weglaufen. Ja, okay. Okay, wir laufen mal weg.
Scheiß aus Gold. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird nichts. Scheiße. Ja, tut mir halt weh. Ja, wird halt noch länger. Schublade. Spring drauf. Spring drauf. Oder auch nicht. Spring drüber. Komm schon. Da drauf. Okay. Was? Ach, das ist Sand, das mich langsamer macht. Okay. Hab's verstanden. Ja, ist okay. Ich nehm Schaden. Das war auch überhaupt nicht gemein. Scheiße. Rolltreppen. Seriously. Oh, ich weiß nicht, ob das gut war. Ich glaube nicht, weil ich sitzen geblieben bin. Gott. Round 2. Fight! Was ist denn jetzt? Ich glaube, auf die Leuchtedinger sollte ich nicht gehen. Sind mir wieder Stachelkuchen runtergefallen? Oder auch nicht? Hä? Oh, der muss bestimmt... Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß was. Ah, hier. Nein, komm her. Oh. Was haben wir da so einen Riesenfrosch? Was soll das denn? Okay, es hat ein bisschen gedauert, bis sie gefallen sind. Das hat mich verwirrt. Komm her. Komm her. Nein, komm her. Oh, du Mistkerl. Boah, war das groß. Was ist das denn da, ey? Jetzt macht er neue Sandfelder. Nur in der Mitte. Oh, und Eis. Das ist ja nicht so toll, ne? Oh, Moment, damit kann ich den treffen. Nee, jetzt auch nicht mehr. Komm her. Gut. So, warte, ich muss dich mal ziehen lassen. Scheiße. Ein bisschen ziehen lassen, damit ich da wegkomme, aber... Das geklappt. Komm her. Da, bleib da stehen. Perfekt. Jetzt krieg ich dich. Round 2 ist mein! Und nochmal. Okay, mit dem Digi-Kreuz kann man hier nicht steuern. Das wäre ein bisschen angenehmer. Aber okay. Oh Gott, ja, haut mich halt. Es wird immer dunkler. Scheiße. Ah, ich sehe doch nichts mehr. Ich weiß, dass da drin der Witz liegt. Oder heller, schön. Oh Gott, Eis. Eis ist. Alter! Boah, wie fies das ist! Wie fies das einfach alles! Oh, ich glaube, das war gut mit dem Rutschen hier. Doch nicht. Ach ja. Wie kann er das eigentlich noch managen, während er so hinter mir herrollt? Gut für ein Herz. Hat sich das, glaube ich, gelohnt. Einfach durchrennen, einfach durchrennen, einfach durchrennen. Oh Gott. Und Runde 3. Gucken, was für eine Fiesheit er sich jetzt ausdenkt. Okay, alle Platten, außer eine. Sand oder was? Hier wird es einfach mal Aua machen. Okay. War die nicht. Oh Gott. Okay, dann muss ich jetzt dreimal überleben, ja? Ah, die nicht. Und da muss er jetzt drauf springen. Okay. Nee, drauf springen war nicht richtig.
Er hat sie geknutscht. Das tut ihm nicht weh. Weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Aua. Komm her. Nee, draufspringen ist nicht. Komm her. Komm her. Alter, hätte ich mich umgedreht, hätte es noch geklappt. Aber nein. Hier. Jawohl. Ich hab's genau gesehen. Nur eins. Nochmal, komm. Nein, du kriegst mich nicht. Und jetzt. Jawohl. Bleib drin. Er ist drin. Yes. Yes! Wir haben gewonnen! Dann wollen wir mal Mario befreien, ne? Okay, mein Bruder. Komm raus. Mario? Oh. Ha, 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 Luigi, you save Mario. I did it. Way to go. Oh. Number one. Ororo, Udo, Pan Pan. Oh, nice. I did it.
Mission abgeschlossen. Ach, schön. Alle Geister sind wieder fröhlich und nett und lieb zueinander und König Buhu ist nicht mehr. Oder doch? Auf jeden Fall sehen wir jetzt die Credits. Ein schönes Spiel. Ich glaube, das hat sogar mehr Content als der erste Teil, oder? Also kann es nur alles richtig gemacht haben. Und ich muss ja sagen, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Also ich kenne nur Videos davon. Und ich fand den Teil super. Schön viel Abwechslung gehabt. Der Hund ist süß. Der Hund, guckt ihn euch an. Die tut sowieso. Ja, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Lasst mich spüren, ob es euch gefallen hat. Ihr wisst, wie das geht. Ihr kennt die ganzen Dinger. Ich brauche euch das, glaube ich, nicht erklären. Und wir sehen uns in anderen Videos wieder. Ich lasse die Credits durchlaufen, wie immer. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr dachtet wohl, ich hätte vergessen, euch die Buhu-Mission zu zeigen. Nein, habe ich nicht. Ich habe auch schon den Buhu geholt und eigentlich ist dieses Spiel jetzt auch nachkommentiert. Luigi, wir haben ein Problem oder Schlammmassel. Ich kann so schnell nicht lesen, weil ich im Let's Play schneller lese als jetzt, weil ich kommentiere das nach, wie gesagt. Naja, auf jeden Fall habe ich die Mission nochmal gemacht. Ich habe verpeilt, das Mikro wieder laut zu drehen, nachdem ich das aufgenommen habe. Deswegen kommentiere ich das jetzt nach. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Das ist mir noch nie passiert. Das ist total Banane. Aber egal. Ja, ich habe dann auf jeden Fall den Buhu noch geholt. Wir machen jetzt eine Buhu-Mission. Ich kann auch schon dann erklären, worin sich die oder was die Buhu-Missionen sind. Die Buhu-Missionen haben an sich nichts mit den Buhus zu tun. Also außer, dass man die Buhus braucht zum Freischalten. Die Buhu-Missionen sind einfach Missionen, wo man das gesamte Gebiet des Levels zur Verfügung stehen hat, ein Counter hochläuft und man eigentlich das gleiche macht wie in der letzten Mission, einfach Geister jagen auf Zeit.
Und je schneller man das macht, umso besser schließt man das Level halt ab. Ja. Und das macht man in dem Level. Man läuft durch die Räume und jagt die ganzen Geister. Das ist natürlich jetzt noch in der Version etwas leichter. Weil wir da ein leichtes Level genommen haben. Oder ich ein leichtes Level genommen habe. Und ich hoffe, ich kann jetzt auch die 5 Minuten, wie dieses Level jetzt lang sein wird, vollkommen durchkommentieren, weil das für mich total neu ist. Naja, auf jeden Fall kann ich ja sagen, wie gut mir das Spiel so gefallen hat so in der Zeit. Also das Spiel fand ich super. Also es war, wie gesagt, mein erstes Luigi's Mansion. Und es ist schön. Ich kann mir jetzt keinen dritten Teil vorstellen, weil ich nicht wüsste, was sie noch ändern könnten. Ich weiß nicht, was sie da noch ändern könnten oder besser machen könnten. Weil höchstens für die Wii U vielleicht noch ein Teil, einen grafisch aufwendigeren Teil von Luigi's Mansion. Vielleicht auch mit Mario zusammen, weil er in dem Teil ja jetzt befreit wurde und keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da vielleicht noch was rausholen auf der Wii U. Für den 3DS weiß ich nicht, ob da noch was kommen, ob sich das lohnen würde. Ich finde es schade, dass dass so wenig Rätsel da waren. Es waren zwischendurch ein paar lustige Sachen bei oder ein paar Einlagen, die man machen musste, aber es ist ganz, ganz nett gewesen und unterhaltsam vor allem. Ich hatte jetzt nicht den Gedanken, bah, ich muss jetzt schon wieder Luigi's Mansion aufnehmen, ich habe keinen Bock. Gibt Spiele, da gibt's sowas, hatte ich bei Luigi's Mansion jetzt nicht. Luigi's Mansion war lediglich ein bisschen aufwendiger zu schneiden, wegen den 2 Bildschirmen. Ich wollte euch ja auch 2 Bildschirme zeigen, ne? Ja, ansonsten, super Spiel. Für das Jahr des Luigi eine super Sache. Gerne mehr für Wii U. Für den 3DS würde ich es mir, glaube ich, nicht nochmal holen. Wobei ich mir den Teil ja auch gratis unter den Nagel gerissen habe, als Nintendo die Aktion hatte mit irgendwie hast du 2 Spiele davon, kriegst ein drittes gratis. Da hatte ich mir das ja geholt. Ich habe da ja noch nicht mal Geld für bezahlt. Ich sag, naja. Ja. Wie ihr seht, da laufen wir einfach durch das ganze Gebäude, saugen die Geister ein und der Timer läuft hoch. Ja, und zwischendurch haben wir halt auch ein bisschen exklusivere Geister, wie hier den lilanen. Oder ich glaube am Ende gibt es auch einen gelben Geist, der kommt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Boohoos gibt es in dem Level vielleicht auch, ich habe jetzt keinen gefunden, kann gut sein. Keine Ahnung. Und dieses Nachkommentieren ist verdammt wirsch, wisst ihr das? Ich könnte nie Kommentator werden, so COD-Kommentator. Nee, könnte ich nicht. Heißt das Kommentator? Keine Ahnung. Könnte ich aber nicht. Auf jeden Fall könnte ich, glaube ich, nicht mein Gameplay nochmal nachkommentieren. Vielleicht, weil ich es nicht anders gewohnt bin, ich weiß es nicht. Da sehen wir den großen Gelben. Und ja. Das ist das Ganze, was man in dem Modus macht. Das wird natürlich wahrscheinlich schwerer, wenn man die anderen Level macht, die später kommen. Ich habe jetzt Efeu-Türme genommen. Das ist, glaube ich, das zweite Level, was wir hatten. Und da ist es noch relativ einfach. Da habe ich auch fix den Boohoo noch gefunden. Was ich ehrlich gesagt habe, auch nachgeschaut habe, damit ich den schnell finden und das hier aufnehmen kann. Und dann vergesse ich Depp auch noch das Mikro anzumachen. Was eine Scheiße, ne? Naja, gut. Ich hoffe, ich kann es ja nochmal wiederholen hier in diesem Teil. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Könnt ihr ja ruhig in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Oder anders mir zeigen, mich spüren lassen, wie es euch gefallen hat. Immer wieder gerne. Ich freue mich über Kommentare. Auch wenn sie schlecht sein sollten. Solange sie gut schlecht sind. Gut schlechte Kommentare sind. Kritiken, die auch berechtigt sind. Und nicht einfach irgendwo bei den Haaren herbeigegriffen, so einfach so random. Und da dachte ich, der Eimer wäre ein Geist und lauf voll in die Falle. Das war alles geplant für den Geistern. Ja, auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und das nächste Let's Play für den 3DS habe ich auch schon bereit liegen. Das wollte ich eventuell sogar livestreamen, aber ich habe mich jetzt entschieden, das als Videoform zu machen. Werde ich aber jetzt noch nicht verraten. Aber ich hatte das schon mal im Gespräch, sagen wir es mal so. Leute, die mich auf Twitter verfolgen oder auf Facebook oder so, die könnten das Spiel schon mal im Zusammenhang mit meinem Kanal gelesen haben. Auch wenn es vielleicht der Livestream-Kanal war. Aber ich werde das dann auf YouTube hauen.
Vielleicht auch mit besserer Qualität, weil mit der Qualität von Luigi's Mansion bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das ist mir noch... Ich weiß, dass der 3DS ein bisschen pixelig und unscharf wird, wenn es größer wird, aber das war mir noch zu pixelig. Also es geht besser. Kann auch sein, dass es am Spiel liegt. Muss ich mal ausprobieren. Beim nächsten Spiel wird das auf jeden Fall besser, glaube ich, weil da die Grafik anders schon Grafik anders ist. Da wundere ich mich, warum ich nicht raus kann. Deswegen laufe ich so bescheuert gegen die Tür. Aber wir haben das Level geschafft. Die Zeit läuft ja auch nicht weiter. Ja, und auf jeden Fall gibt's, es ist wieder ein Mario-Projekt, so viel sei gesagt. Und da kriegen wir nochmal den Anruf vom Professor Igitt und kriegen gesagt, dass wir es geschafft haben. Toll, oder? Das sind die Buhu-Missionen. Ich habe das jetzt souverän 5 Minuten durchgequatscht. Ist das cool? Also fast durchgequatscht, kleinere Pausen drin. Aber naja, hab euch ein bisschen das nächste Projekt geteased. Es wird Mario drin vorkommen. Versprochen. Auf jeden Fall. So, gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. So zum dritten Mal sage ich das jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, irgendein anderes Let's Play von mir oder irgendwelche anderen Sachen von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.